Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. Allseits. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder Mail domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Jasmin und die Jasmin ist 43. Guten Morgen, Jasmin. Grüß dich, Domian. Hallo. Ich bin ja so erfreut. Ich freue mich auch, dass du da bist. Über was reden wir? Über was reden wir beide? Ja, also ich hatte angerufen, am Samstag hat sich mein Ehemann nach einem heftigen Streit, also Samstagmorgen hatten wir uns sehr heftig gestritten und ich hatte schon gedroht, dass wir vielleicht besser dran wären, wenn wir zwei Wohnungen nehmen würden, aber trotzdem weiter als Familie fungieren würden. Und er hat verstanden, dass es jetzt zu Ende sein sollte und er hat Selbstmord versucht. Mhm. Und eine ganz unschöne Art. Er ist von einer Brücke zum Main runtergesprungen, mhm. hat sich vorher voll gemacht mit Wein, also der hat eine ganze Flasche, glaube ich, getrunken, mhm. hat sich die Hand dann ziemlich tief geschnitten und ist dann ins Wasser gesprungen. Hatte er das angekündigt? Ich bin, also weißt du, manchmal ist das im Leben ein bisschen so blöd. Also wir hatten uns gestritten und er hatte mir gesagt, vielen Dank für all diese schöne Zeit. Also ich habe mir gedacht, okay, weil das ist schon mal sowas passiert. Und mhm. ich habe mir gedacht, ich gehe nicht darauf ein, weil ich auch noch meinen Probetag hatte an diesem Tag. Mhm. Von 9.30 Uhr bis 15 Uhr. Und ich habe gedacht, ich bin konzentriert auf meinen neuen Arbeitsplatz. Ihr habt morgens gestritten, bevor du zur Arbeit gegangen bist. Genau, genau. Ja. Mhm. Und meinen ersten Arbeitstag. Also ich habe gedacht, jetzt lass ihm... Ja, ich habe nicht so wirklich aufgepasst. Im Nachhinein denke ich mir, ich hätte eigentlich hellhörig werden sollen. Er hat gesagt, danke für die schöne Zeit. Für die Jahre. Hatte das so ein bisschen zynisch gesagt oder nein, und still letztendlich? Genau, genau. Also er ist nicht im wirklich wutentbrannt, ist er nicht von dir weggegangen? Nein, nein, nein. Er stand noch im Flur in Schlafanzug und... unsere Tochter war auch noch mit bei ihm und es war vorgesehen, dass sie mit ihrer Oma in die Stadt geht und nach Sommerschuhe guckt. Wie viele Kinder habt ihr? Wir haben nur eine Tochter von 5 Jahre alt. Ach, so klein, so jung ist sie doch. Ja. 5 Jahre. Mhm. Und wie viel Uhr hat er es dann gemacht? Ihr habt euch dann, bevor du zur Arbeit gegangen bist, habt ihr euch getrennt und wann hat er das gemacht? Wann ist er gesprungen? Also, pass mal auf, der hat mir... weißt du, ich bin in der Gastronomie und Probetag heißt natürlich auch kein Handy dabei haben. Und er hat mir noch eine total verzweifelte SMS geschrieben, dass er nicht ohne mich leben möchte und wir werden uns wieder sehen. Also der war schon total neben der Spur. Ich denke, der war sehr stark alkoholisiert. Die und, hast du denn viel später gelesen, diese SMS? Genau, und das noch schlimmer, ja, der hat noch ein Bild geschickt, wo er, also das war alles WhatsApp, ne? Mhm. Wo er ein Bild von sich zeigt, wo er mein ist, ja, ich konnte es erkennen. Mhm. Und ich habe dann aber im Nachhinein gesehen, dass er ziemlich hoch war an der Brücke, ja. Mhm. Also wir unterstreichen nochmal, du hast dieses Bild und die Nachricht erst viel später gelesen. Da war viel später, da war es schon passiert, weil du dein Handy nicht dabei hast. Um wie viel Uhr hat das gemacht? Um 10.33 Uhr hat er die SMS geschrieben und um 11 Uhr habe ich das Bild noch drauf.
Und das muss zwischen 11 Uhr und 12 Uhr passiert sein. So, jetzt und aber für mich erstmal die dringliche Frage, wie geht es ihm jetzt? Es geht ihm, ja, also der war jetzt ein paar Tage im Koma, im künstlichen Koma. Also es war ein bisschen wegen, der hat Brüche an den Rippen bekommen, also an den Wirbel. Er ist vollkommen betrunken, darunter gestürzt, in genau. den Main. Genau. Ich gehe mal davon aus, dass er schwimmen kann. Kann er schwimmen? Ja, er ja. kann schwimmen. Okay. Das heißt, er hat dann schon, obwohl er betrunken war, wahrscheinlich intuitiv geschwommen, oder? Nee, weil also so wie die Polizei mir das erklärt hat, hatte einer gesehen, dass er nicht normal sich verhält und hat schon die Feuerwehr angerufen oder die Polizei Bescheid gesagt. Und die haben ihn Gott sei Dank gleich wieder rausgefischt. Achso, da waren die quasi schon unterwegs, während er noch oben stand und konnten dann... Nee, ich glaube, also... Wie gesagt, keine kann mir eine Antwort darauf geben. Ich weiß nur, dass er gleich rausgefischt worden ist. Dann aber er war schon in dem Wasser, der ist tief rein. Ja. Und also dann hat er einen Engel gehabt, dass er da beobachtet wurde, dass es in der Mittagszeit ja, war. Genau. So, dann war er einige Tage im Koma und weißt du seinen aktuellen Zustand, wie er sich... Ja, natürlich. Ich gehe jeden Tag zu ihm und... ist er ansprechbar? Kann er reden? Ja, gestern hat er diese wichtige OP am Rücken, weil seine Wirbel war angebrochen und das das könnte auch in seinen Nervenbahn gehen und das könnte natürlich eine Katastrophe ihm heißen, dass er im Rollstuhl sitzen müsste, ja. Weiß er das, dass das also, heikel ist? Ob er das weiß? Ja. Nein. Nein. Also heute Morgen habe ich gefragt, heute Nachmittag, weißt du, wo du operiert worden bist? Und er nickte so ganz schwer seitlich, also nein. Und hast du denn den Eindruck, dass er trotz allem froh ist, dass man ihn gerettet hat? Ich möchte es hoffen. Ich möchte hoffen, dass es einfach eine Kurzschlussreaktion war. Hat er denn was zu der Tat dir schon sagen können? Nein, nein. Hm. Er hat mir nur Donnerstag, sondern Mittwochabend hatte ich nochmal angerufen bei der Schwester, weil er war in dieser Aufwachphase und sie sagt, hören Sie, Ihr Mann sagt Ihnen gerade was. Es war eine raue Stimme im Hintergrund. Ich habe ihn nicht erkannt, weil durch die Schläuche die Stimmbänder sich ein bisschen verändern. Und er hätte wohl gesagt, sagen Sie meine Frau, dass ich sie liebe. Also ich gehe davon aus, dass er eine positivere Stimmung wäre. Ja. Also. Wie lange wart ihr eigentlich oder seid ihr verheiratet? Also wir sind in dem verflixten siebten Jahr. Im siebten Jahr. Also ja, wir fangen bald unsere achten Jahr. Wie war das eigentlich am Samstag? Warst du innerlich entschieden, dass sich die ganze Sache vielleicht doch endgültig trennt? Nein, nein. Du wolltest nur die Wohnungstrennung haben. Weißt du, Domian, es ist, wenn man Kinder bekommt, ist es eigentlich eine wunderschöne Erfahrung, ja, für meisten Leute, aber mein Mann wollte nie Kinder haben und hat sich auch, also wir haben uns ganz, also kennengelernt und unsere Tochter kam kurz danach schon, wir waren noch nicht ein Jahr zusammen und er hatte eigentlich so eine große Sehnsucht mit mir noch, das Liebesleben noch zu haben aber danach ging es nicht mehr, wir waren dann Eltern und war das der Grund eurer Konflikte auch? Also, es sind mehrere Gründe. Also, was war denn der Hauptgrund, weswegen ihr euch da jetzt... Der Hauptgrund ist seine Arbeit. Also, es ist so eine Art moderne Mobbing. Er ist so ein ganz korrekter Mensch und wird nicht so wirklich gefördert und ernst genommen. Da kommen ganz neue Leute in der Firma und Chance. Das heißt, diese Konflikte... aus der Arbeit hat sich übertragen in eure Ehe. Also ganz, ganz gewaltig, ja. Und er kam natürlich immer schlecht gelaunt nach Hause. Und
alles hat ihn genervt, dass das Kind so fröhlich singt oder malt oder Unordnung macht. Das hat ihm gestört. Aber wenn du so entschlossen eigentlich bist, mit ihm zusammenbleiben zu wollen, letztendlich, ja. Warum hat er denn dann versucht, sich umzubringen? Weil er mir geglaubt hat. Weil er dir geglaubt hat? Dass ich mich von ihm trennen würde. Ach so, er hat dir eben nicht geglaubt, dass du mit ihm zusammenbleiben willst, sondern er hat gedacht, genau, du willst... Genau, das hat er hat gedacht, ich würde das tatsächlich machen. Vor allem, weil ich 5 Jahre Zeit für unsere Tochter genommen habe, hat er gedacht, jetzt gehe ich auch arbeiten, würde auch Geld verdienen und wäre nicht mehr auf ihn angewiesen. Aber du hast es ihm nie so ganz klar gesagt, ich will mit dir zusammenbleiben, wir wollen nur einen guten Weg finden. Das hast du nicht so gesagt. Ja. Also es war nicht so viel Zeit, um drüber zu reden. Das ist einfach eskaliert gleich beim Ausstehen. Also den Abend davor hatten wir uns auch wieder gestritten wegen das Kind und wie am oft, nächsten Tag wieder. Und wie oft habt ihr euch überhaupt gestritten so in den letzten Zeiten? Wie oft habt ihr euch gestritten? So, es ist eskaliert immer wieder, also häufiger die letzte Zeit, weil er nicht mehr belastbar ist. Die Flexibilität ist nicht mehr da, denn... Also Jasmin, dann kann man jetzt erstmal nur glücklich sein, dass er lebt. Und so, der schönste Tag in meinem Leben war gestern, so, dass er versucht hat, mit mir zu sprechen. Ja, so. Und jetzt müsst ihr alles dran setzen, dass er wahrscheinlich erstmal in eine psychosomatische Klinik geht, damit er stabiler wird, damit er mit sich ins Reine kommt. Ja. Und dann müsst ihr sehen, dass ihr beide auch eure Beziehung klärt, wie auch immer. Da scheint ja viel komplizierte Dinge vorzuliegen, auch wegen des Kindes. Ja. Es gibt viel anzugehen, anzufassen, aber mit der Perspektive, ich will mit dir zusammenbleiben, wenn du ihm das so signalisierst, wir müssen nur vieles unternehmen, ist das doch eine ganz gute Startbasis. Ja, aber weißt du, unsere Tochter war 2 Jahre alt und er stand schon hier auf dem Balkon, am Rande vom Balkon und er war auch alkoholisiert. Also er kriegt nicht so viel, aber wenn es nicht mehr geht, dann muss er was trinken. Und es gab wieder so ein Gespräch mit Trennung, weil das Kind stört und schreit. Und hat er das Kind bis heute nicht akzeptiert? Richtig. Doch. Also er ist wirklich ein guter Vater, aber nur wenn er bei sich ist. Er ist leider so durch die Arbeit auch. Dann muss er jetzt etwas unternehmen, dass er bei sich bleibt. Ja. Das ist das große Ziel. Und das geht, er ist nicht so aufgeschlossen wie ich. Ich bin eine ganz offene Person. Aber vielleicht rüttelt ihn das jetzt auf. Ich meine, da ist ja jetzt was ganz Dramatisches passiert. Vielleicht rüttelt ihn das auf. Ja. Ich möchte dir gerne noch ein paar Tipps an die Hand geben, was dein Mann alles dann tun sollte und könnte danach. Domian, ich habe auch eine Frage, weil ich bin ein bisschen alleine jetzt mit diesem Problem. Mhm. Ich wollte ganz gerne wissen, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es Zuschauer, die auch mir auch einen Tipp geben können. Wie begegnet man jemanden, der sowas Krasses gemacht hat? Übernimmt man wieder die Kommunikation? Also mit Vorwurf natürlich nicht, aber auch nicht so tun, als wäre alles Sonnenschein und ich ich finde zum Beispiel, dass wenn er wieder einigermaßen stabil ist, dass ihr euch da einen Fachmann dazu nehmen solltet in Form eines Eheberaters und dass ihr das gemeinsam besprechen sollt in aller Offenheit. Ja, also ich bin sehr dafür. Ich hatte ihm auch letztes Mal gesagt, vor ein paar Monaten. Ja, ich würde vorschlagen, das kann dir jetzt noch genau mein Psychologen auch noch erklären, wie ihr das am besten anstellt. Aber diese Richtung muss es letztendlich sein. Ich bitte dich aufzulegen und der Jürgen, mein Psychologe heute Nacht, ruft dich gleich nochmal an. Domian, ich danke dir sehr und gerne, ich wünsche Jasmin. Dir für den Rest deine Lebenszeit hier bei WDR. Alles Gute. Dankeschön. Und Vielen Dank für alles. Ich wünsche euch auch natürlich eurer Familie alles Gute. Ich danke dir. Jasmin. Vielen Dank. Ciao. Bis dann. Tschüss. 0800 220 50 50 die Nummer. Und hier ist ja Alfred. Alfred ist 77. Guten Morgen, Alfred. Hallo Jürgen, grüß dich. Alfred, um was geht's? Ja, ich höre dich schon seit ungefähr 17 Jahren. Ja. Als ich noch gearbeitet habe. Ja. Und ich reg mich fürchterlich auf von vorgestern von deiner Sendung. Warum? Weil du das
mit der Dame, die sich da gemeldet hat, unverantwortlich findest, dass ein 60-jähriger Mann noch Kinder bekommt. Achso, es ging um das Thema der 65-Jährigen, die jetzt Vierlinge kriegt. Und da habe ich in dem Zusammenhang habe ich gesagt, ich finde das auch für einen Mann nicht angemessen, dass er noch mal ein Kind soll. Aber dazu etwas später. Ich kann dir jetzt sagen, mein Sohn, der wird jetzt in Kürze 18. Ah, dann bist du auch ein später Vater. Das ist richtig, ja. Der ist Schulsprecher, macht Fachabitur in Elektronik. Ja. Und hat ein wunderbares Zuhause mit seinem Vater. Ich bin alleinerziehend. Mhm. Da meine Frau 2009 verstorben ist. Mhm. Und ich finde das nicht richtig, was ihr da euch geäußert habt. Aha, okay. Ich kann das natürlich aus deiner persönlichen Warte verstehen. Du bist ein später Vater und du hast das Glück, deinen Sohn jetzt aufwachsen zu sehen. Dann ist das ja auch alles ein Glück und alles Gut. Der ist schon aufgewachsen. Der ist jetzt aufgewachsen, hast du ja erzählt gerade. Das ist richtig. Dann ja. Ist das natürlich auch alles richtig und gut. Ich sage das nur, das ist meine persönliche Meinung nur. Für mich käme das niemals in Frage. Weil, warum? Hör mal zu, Junge, du hast keine Kinder. Genau. Ja, wieso kannst du dich äußern, dass das unverantwortlich ist? Na, ich sag ja, langsam. Ja, wie langsam? Nein, langsam. Ich habe nur gesagt, das käme für mich nicht in Frage, weil ich nicht ein alter Mann sein möchte oder die Gefahr laufen will, dass ich vielleicht... Du bist ja auch schon bald ein alter Mann. Na eben. Deshalb will ich ja nicht jetzt noch ein Kind zeugen, Aha. dass ich dann ein uralter Mann bin, wenn mein Kind vielleicht gerade... Das hört sich so an, als wenn du damit nicht mehr fertig werden würdest. Nein, ich möchte es dem Kind nicht antun, vielleicht Aha. sehr früh den Vater zu verlieren. Hör mal zu, mein Sohn... Du hast ja das Glück, du bist ja noch fit und du bist 77, ja. Da ist ja alles gut gelaufen. Ja, also, und mein Sohn, der ist wirklich einwandfrei. Glaube ich dir auch. Sollte mir irgendetwas passieren, mhm. dann ist er vollkommen abgesichert. Der hat eine wunderschöne Wohnung, mhm. der geht zur Schule. Sollte mir was passieren, ist er vollweise, bekommt eine sehr, sehr gute Rente von seinem Vater, mhm. der 46 Jahre gearbeitet hat. Mhm. Als Bergmann 13 Jahre mhm. und hat mindestens 35 Jahre im Wechseldienst gearbeitet und immer schwer, mhm. früh, spät, Nacht. Mhm. Ist alles wunderbar, aber also, das hat ja nichts zu sagen, dass wir anderer Meinung sind. Ich möchte mein Kind. Warum äußerst du dich dann, dass das nicht gut ist, dass ein 60-jähriger Mann noch Kinder bekommt? Ich habe es ja gerade erklärt, weil ich meinem Kind nicht zumuten möchte, eventuell früh ein Vollwaise zu werden. Das ist der Grund. Nee, akzeptiere es doch bitte. Ich akzeptiere ja euren Weg auch und bin froh und glücklich, dass es gut läuft bei euch, Alfred. Aber es ist meine persönliche Einstellung. Ich möchte so spät keine Kinder mehr haben. Ja, okay, das ist deine Ansicht. Natürlich, ich sage es ja 10-mal schon, dass es meine Ansicht ist. Aber ich wollte noch einen Sohn haben. Ja, gut. Und den habe ich bekommen. Ja, und darüber bin ich sehr glücklich. Es ist dir ja unbenommen. Dennoch haben wir müssen ja beide akzeptieren, dass wir beide verschiedene Meinungen haben. Ja, das ist klar. Wie siehst du denn das mit der Frau, die jetzt noch Vierlinge bekommt, ja. mit 65? Ja, das kann ich dir sagen. Ja. Der wurde das Sperma eingepflanzt. Mhm. Es war aber nicht vorauszusehen, dass die Frau Vierlinge bekommt. Nein, das nicht. Also, hätte sie nur ein Kind jetzt bekommen, wäre das überhaupt gar kein Thema. Wäre überhaupt gar nicht veröffentlicht worden. Ach, wäre ein großes Thema. Ja, klar. Als sie vor 9 Jahren ihr letztes Kind bekommen hat, da war die Mitte 50. Ja. War das schon groß im Fernsehen ein Thema? Warum muss eine Mitte 50... Ja, das weiß ich nicht. Doch, ist so. Also höre ich daraus, dass du selbst da ein gewisses Verständnis hast. Oder? Warum nicht, wenn die Frau glücklich ist und die Kinder auch? Ja, aber das ist ja die große Frage, ob die Frau glücklich wird, ob die Kinder glücklich werden. Jetzt war was anderes. Diese Frau hat 13 Kinder geboren. Ja, reicht's dann nicht mal? So, warte mal. Diese Frau hat 13 Kinder geboren. Und gestern hat eine Frau angerufen, denen man 5 Kinder praktisch weggenommen hat. Mhm. Wer ist glücklicher? Ja, aber das kann man doch alles nicht miteinander vergleichen, ja, Alfred. Ja. Alfred, die Frau, die Frau läuft... Da sind wir zwei andere Meinungen. Ja. Diese Frau kann vielleicht mit den Vierlingen noch glücklich werden. Vielleicht lebt sie noch 20 Jahre, diese Frau. Man weiß es doch gar nicht. Ja, aber vielleicht. Es kann sein, dass die Kinder, dass einige von den Kindern sterben. Es kann sein, dass einige Kinder von denen behindert auf die Welt kommen. Es kann sein, dass die Frau bei der Geburt stirbt, weil ein 65-jähriger Körper eben dafür nicht ausgerichtet das ist. Das kann alles sein. Und da fragt sich doch der gesunde Menschenverstand, warum muss das ist klar. Ne, warum? Normalerweise von meinem Verstand oben ist das
auch nicht richtig. Das ist ganz klar. Aber es ist nun mal passiert. Ja, das ist ja eben nicht mehr passiert. Sie hat es ja gezielt forciert. Es ist nicht passiert. Ne? Sie ist ja ins Ausland gefahren und hat sich eine Eizelle und eine Samenzelle einpflanzen lassen. Ja, und künstliche Befruchtung. Selbst ihr Sohn, ihr älterer Sohn, findet das ja ein bisschen merkwürdig. Naja, aber das war eigentlich nicht mein Thema. Ich mag schon, ja. Das Thema war eigentlich. Also, du hast dich persönlich ein bisschen beleidigt gefühlt, dass ich das so gesagt habe. Ne? Okay, ja. Ne, so war's. Aber damit wollte ich dich, nun weiß Gott, nicht beleidigen. Ich finde es toll und ich freue mich für euch, dass ihr dann so glücklich seid. Ja. Also, mein Sohn, ich habe einen ganz, ganz hervorragenden Sohn. Super, ich gratuliere dazu. Der ist richtig. Und wer macht das schon mit 77 alleinerziehend? Kaum einer. Insofern bist du eine große Ausnahme. In 2 Monaten macht den Führerschein, der Junge. Mann. Ja. Ich merke schon, du bist richtig stolz auf deinen Jungen. Und das ist auch gut so. Ja, was meinst du denn? Ja, klar. Lieber Alfred. Klar, also, bin ich stolz. Ich gönne euer Glück. Nichts für ungut. Und noch eine letzte Frage. Ja. Warum hast du nicht mehr deine grüne Wasserflasche? Ach Alfred, die habe ich schon 15 Jahre nicht mehr. Ich weiß das. Okay, alles klar. Man muss sich ja ein bisschen auch verändern. Ja, klar. Also, dir und deinem Sohn, alles Gute, auf dass ihr noch viel Zeit miteinander alles verbringen klar, könnt. Danke. Tschüss. Und ihr ebenfalls, ciao. Dankeschön, tschüss, ciao. 1.24 Uhr, guten Morgen, Alex, 16. Hallo Alex. Hallo Domian. Hallo Alex, wie geht's dir denn? Ja, gerade geht's mir ganz gut. Weswegen rufst du denn an? Ja, ich rufe dich an, weil ich wollte mit dir um meine Eltern reden. Weil mein Vater, der trinkt sehr viel und meine Mutter auch. Und wenn die zusammen trinken, dann werden die richtig gemein zu meiner Schwester und mir. Und wie alt ist deine Schwester? 11. 11. Und wie lange trinken deine Eltern schon? Ja, ich weiß nicht. Schon seitdem ich mich erinnern kann, um ehrlich zu sein. Hm. Beschreib das mal, wie ist das, wenn deine Eltern trinken? Ja, wie ist das? Sie sind dann in der Küche, gucken sich, keine Ahnung, YouTube-Videos an, wo sie irgendwelchen rotzevollen Pennern, die irgendeine Scheiße machen, sich mit Goldfarbe besprühen oder so. Also irgendwelche Quatsch-Videos? Ja, einfach nur Spaß haben. Und manchmal haben sie Spaß miteinander und manchmal werden sie richtig gemein zueinander und streiten. Und währenddessen bechern die? Ja, und zwar ordentlich. Was trinken die? Ja, je nachdem, was da ist. Sie trinken Bier, trinken Alkohol. In letzter Zeit das, was möglichst günstig ist. Mhm. Wann machen die das? Ja, meine Mutter macht das nicht so oft. Die macht das vielleicht unter der Woche, wenn es ihr richtig schlecht geht. Und mein Vater, der macht das eigentlich immer. Der hat Alkohol in seinem Wagen und dann, keine Ahnung. Moment, ja. Alkohol in seinem Wagen. Was macht er denn beruflich? Oder LKW-Fahrer. Er ist LKW-Fahrer und hat Alkohol im Wagen. Mhm. Das heißt, dein Papa ist jeden Tag besoffen. Ja, ich weiß nicht. Ich sehe ihn ja nicht jeden Tag. Das hast du gerade am Anfang gesagt, die machen dann gewisse Sachen mit deiner Schwester und dir. Was machen die denn? Wie verhalten die sich dir gegenüber und deiner Schwester gegenüber? Ja, mein Vater, der redet sehr gerne, aber der zeigt auch ganz gerne, dass er das Sagen hat. Und wenn ich nicht mache, was er sagt, dann bekomme ich auch schon mal einen Schlag. Letztens zu meinem 14. Geburtstag, da habe ich auch Alkohol getrunken mit ein paar, ja, nicht so guten Freunden von mir. Und dann hat er mir meinen Alkohol weggenommen und meine Zigaretten und hat mir eine Ohrfeige gegeben und dann hat er es selber ausgetrunken. Hm. Wie oft kommt denn das vor, dass er dich schlägt? Oder euch schlägt, dich und deine Schwester? Nein, meine Schwester schlägt er nicht. Er liebt uns alle auf seine Art und Weise. Aber wenn wir nicht das machen, was er möchte, dann fängt er an zu schreien. Und wenn das nicht reicht, dann ja.
Schlägt er deine Mutter? Nein, tut er nicht. Habe ich nicht gesehen. Mhm. Alle tanzen nach seiner Pfeife. Bitte? Alle tanzen nach seiner Pfeife. Ja, verstehe. Mhm. Gibt es denn auch mal ein paar gute Tage oder gute Zeiten in eurer Familie? Ja, natürlich. Auch sehr, sehr viele. Mein Vater bringt mir, der ist jetzt kein schlechter Mensch, der bringt mir auch das Autofahren bei. Und der sagt mir immer, dass ich mutiger sein soll und dass ich ein bisschen stärker sein soll. Wie und wo bringt er dir das Autofahren bei? Ja, wir haben ein schönes Auto, so einen weißen Qashqai. Ja, und wo trainierst du? Da fahren wir auf den Schotterparkplatz und dann übt er mit mir ein bisschen das Anfahren und so. Ich hatte Sorge, dass er mit dir auf der Straße fährt, aber Nein, tut er nicht. Nein, mein Vater ist auch ein vernünftiger Mensch. Wenn es so vernünftige Phasen gibt oder auch gute Phasen, Momente, hast du denn mit deinen Eltern dann schon mal da so ganz offen drüber gesprochen, wie sehr du oder ihr, deine Schwester und du darunter leidet? Ja, ich habe ihnen das schon hier und da gesagt, aber sie sagen mir dann, ich soll nicht so weinerlich sein und endlich mal gerade stehen für das, was ich tue. Aber Naja, für das, was du tust, sollst du auch gerade stehen. Aber es geht ja darum, was die tun. Ja, ich weiß nicht, ich schaffe es ihnen nicht. Ich möchte ja auch, dass es ihnen gut geht, aber ich schaffe es nicht, ihnen irgendwie den richtigen Weg zu zeigen. Mhm. Habt ihr denn schon ganz offen darüber, über das Thema Alkohol gesprochen? Nein, haben wir nicht. Also du hast zu ihm oder zu deinen Eltern noch nie gesagt, ich finde, dass ihr zu viel Alkohol trinkt und dadurch ist unser Leben so schwierig. Nein, habe ich nicht. Das wäre vielleicht nicht schlecht, das mal zu sagen, nicht wenn er besoffen ist, sondern wenn er nüchtern ist, wenn er in eine gute Fahrt. Aber der ist doch erst richtig gut drauf, wenn er was trinkt. Weil solange er nüchtern ist, dann ist er so böse. Das habe ich gerade andersrum verstanden. Ich dachte, er ist böse, wenn er betrunken ist. Ja, wenn man ihn genügend provoziert. Und manchmal mache ich das. Wie ist er denn, wenn er nicht getrunken hat? Ja, dann ist auch vernünftig, aber ein bisschen gereizt. Und wie ist deine Mutter? Wie ist deine Mutter, wenn sie nicht trinkt? Meine Mutter ist eine sehr liebe Person. Ich glaube, sie trinkt auch nur meinem Vater zuliebe. So, dann könntest du ja zunächst mal das Gespräch wirklich versuchen, ganz offen mit deiner Mutter zu führen. Ja, könnte ich mal versuchen. Das finde ich wichtig, Alex, dass die Eltern auch mal einfach mitbekommen, wie du das empfindest, das Leben in der Familie und deine Schwester. Ja. Und wie sehr dich das belastet. Glaubst du, sie werden mir dabei helfen? Das kann ich dir nicht sagen, aber es ist eine Möglichkeit, einen Schritt vielleicht etwas zu verändern. Wenn du ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter hast, wenn das eine liebe Person ist, dann schütte ihr mal dein Herz aus und sag ihr, wie schlimm du das findest, alles. Vielleicht ist das der Anfang für eine Veränderung. Vielleicht sagt. Aber ich weiß nicht, was meine Mutter da macht. Das weiß ich auch nicht, aber sie müsste dann eigentlich alarmiert sein, wenn ihr Sohn das so sagt. Das ist ja schon. Sie sehen doch, dass es mir nicht gut geht. Bitte? Aber Sie können doch sehen, dass es mir nicht gut geht. Ja, vielleicht reicht das manchmal nicht. Vielleicht muss man manchmal auch den Mund aufmachen, auch den Eltern gegenüber. Ja, aber weißt du, Domian, ich bin nicht so mutig. Aber du bist ziemlich mutig und hast hier angerufen und erzählst mir das sogar. Ja, viele Leute rufen bei dir an. Du hast doch immer einen guten Rat für sie. Ja, aber glaub mir mal, wenn du sagst, da musst du auch nicht gerade der Mutigste sein, wenn du ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter hast. Ist doch so eigentlich, ne? Oder? Ja, ich weiß halt nicht, was passiert. Vielleicht schlagen sie mich wieder oder sowas. Hat deine Mutter dich denn schon mal geschlagen? Nein, hat sie nicht. So. Aber sie könnte das doch. Ja. Das wäre doch voll überhaupt kein Thema. Ja, aber du hast doch gesagt, dass sie eigentlich ein guter Mensch ist. Und dein Vater auch. Ja, ich weiß nicht. Ich denke halt so. Ich weiß nicht, ob sie gute Menschen sind. Ja, das hast du gerade spontan so gesagt. Deswegen glaube ich das schon. Also ich möchte dich ja nur so etwas dahin führen, dass du, ich finde, einen Sohn, und du bist immerhin schon 16 Jahre alt, hat das Recht, auch den Eltern etwas zu sagen, was den Eltern vielleicht nicht so gefällt. Wirklich? Finde ich schon, ja. Und vielleicht
vielleicht kannst du sie wirklich auch etwas damit wachrütteln. Mhm. Vielleicht geht deiner Mutter das sehr zu Herzen sogar, wenn du das so erzählst. Das, die leben so in ihrem Trott, dass die es gar nicht wahrnehmen, was mit denen passiert. Vielleicht, aber warum sollten sie mir denn überhaupt zuhören? Weil du ihr Sohn bist und weil sie dich lieben. Deshalb. Ich weiß nicht, Domian. Es ist ja nur ein Versuch. Im Moment drehst du dich ja... Soll ich das wirklich versuchen? Ich finde ja. Ich finde ja. Ich finde ja. Alex, ich bin dennoch möchte ich auch nochmal, dass du gerne mit meinem Psychologen sprichst. Und der kann dir ja auch nochmal einen Hinweis geben, wie du am besten mit deinen Eltern sprichst. Und wir werden dir auch noch eine Beratungsstelle an die Hand geben, dass wenn du nicht weiterkommst, dass du dich vielleicht irgendwo noch ein bisschen erkundigst und dich auch beraten lassen kannst. Okay? Klingt nach sehr viel Arbeit, um ehrlich zu sein. Aber manchmal ist es halt alles kompliziert. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Okay? Der Alex, 16 Jahre. Der Jürgen ruft gleich zurück. Es geht weiter mit Bilal. Und Bilal ist 28. Guten Morgen, Bilal. Schönen guten Morgen, Domian. Wie geht's Ihnen? Dankeschön. Und selbst? Ja, geht dementsprechend. Danke. Ja. Aber du musst nicht Sie zu mir sagen. Ja, okay, dann können wir uns ja duzen. Ich sage ja auch du zu dir. Bilal, um was geht's bei dir? Also mir geht es darum, dass ich damals früh kriminell war. Als 17, also 14 Jahre fing ich schon an bis zum 19. Lebensjahr. Was hast du gemacht? Größtenteils damals, ich bin jetzt 28, aber damals hatte ich halt viele Einbrüche begangen gehabt und habe auch meine gerechte Strafe dafür bekommen gehabt. Wo hast du eingebrochen? Meistens in Firmen, weil ich mir immer gedacht habe, die sind eh versichert und so einen großen Schaden können die eh nicht nehmen damals. Halt. Und was hast du da geklaut? Rechner, Laptops. Mhm. Okay, also Wertgegenstände. Ja. Diverse Gegenstände. Du hast eine Strafe bekommen. Was waren das oder was war das für eine Strafe? Also ich war damals zweimal im Gefängnis. Das waren zwei Strafen, aber die wurden dann halt, die letzte wurde halt zusammengezogen zu einer Jugendeinheitsstrafe, insgesamt 2 Jahre und 10 Monate. Die hast du auch abgesessen? Ja, die habe ich auch abgesessen und ich möchte auch dazu sagen, ich bin hier in Deutschland aufgewachsen und ich bin auch größtenteils mit Deutschen damals unterwegs gewesen, zwar vielleicht viele mit falschen Freunden, da ich keinen Vater habe. Und da bin ich halt auf die schiefe Bahn geraten und habe dann auch, wie gesagt, meine Strafe bekommen, 2 Jahre und 10 Monate. Ja. Und als ich das letzte Mal dann rauskam, also als ich das letzte Mal noch gesessen hatte im Gefängnis, habe ich mir halt gedacht, ich werde nie wieder irgendwas machen, ich werde nie wieder straffällig werden. Und als ich dann nachher herausgekommen bin, habe ich dann halt so einen Brief bekommen von der Ausländerbehörde, dass ich Deutschland verlassen soll. Oh. Also in die Türkei, ich bin türkischer Staatsbürger. Und das hat mit den Straftaten zu tun, die du zu verantworten hast? Ja, das hatte mit den Straftaten zu tun. Nun liegt das, aber du bist ja jetzt ja schon 28, das liegt ja dann alles schon lange zurück, oder? Ja, aber ich erzähle das ja halt nur, weil dadurch dann halt noch mehr Sachen passiert sind, durch diese Sache halt, durch diese Abschiebung. Ja. Also, dass ich Deutschland verlassen sollte und ich konnte auch nicht Türkisch sprechen und ich hatte auch keine finanziellen Mittel, irgendwo hinzugehen und hatte totale Angst in Deutschland, sodass ich nur noch nachts rausging mit Kapuze und mich dann nur noch verborgen irgendwo versteckt hatte, weil ich es nicht geschafft hatte, die Frist einzuhalten. Man hatte mir eine Frist gegeben, Deutschland zu verlassen und ich konnte es einfach nicht einhalten. Da warst du auch so ungefähr 19, 20 Jahre alt? Ja. Ja? Ja. Da hast du dich erstmal dann quasi versteckt? Ja, ich habe mich dann versteckt gehabt und habe dann nach und nach also viele Freunde eingeladen gehabt und Kollegen eingeladen gehabt mit der Hoffnung, dass sie mir vielleicht helfen können. Also du warst dann illegal im Land und hast dich irgendwie durchgeschlagen? Ja, ich habe mich auch versteckt halt manchmal in Untermiete bei irgendjemandem. So, wir sind 8 Jahre seitdem vergangen. Hast du es jetzt geschafft, wieder richtig hier zu leben und bist du von den Behörden willkommen und akzeptiert? Ne, willkommen bin ich immer noch nicht, weil
ich war ja illegal in Deutschland und habe versucht, mir Hilfe zu holen. Es geht ja weiter. Und da habe ich halt einen Kurden kennengelernt, der mir dann gesagt hat, halt in der Zeit, wo ich illegal war, in Deutschland und keinen polizeilichen Schutz, weder Papiere noch irgendwas hatte, also ein Geist sozusagen in Deutschland unterwegs, ohne nichts. Kam halt ein Kurde und sagte, ich weiß, wie ich dir helfen kann. Mein Vater hat Gold und Geld zu Hause und den könnte überfallen. Da war noch ein russischer Staatsbürger dabei. Und der hat halt aus Geld hier mitgemacht und ich musste es halt mitmachen. Ich also nochmal eine Straftat? Ja, ich sollte dann nochmal eine Straftat, also ich musste es begehen, weil ich konnte ihn wieder rausschmeißen, so sehe ich das. Ich weiß nicht, vielleicht brauche ich irgendwie Hilfe. Also du hast dann eine Straftat begangen und hast diesen Mann überfallen? Ja, ich musste es tun. Hätte ich es nicht getan, er hätte mich bei der Polizei anzeigen können, dass ich mich illegal in Deutschland aufhalte. Was ist dabei rausgekommen? Wie viel Geld hast du da bekommen und was ist danach geschehen? Also ich habe von der Tat 1.500 Euro bekommen und danach kam der Kurde mit dem Vater zusammen und fuhr mit ihm zusammen herum und zu meiner Mutter zum Beispiel und sagte dann, ja, ich will pro Person 10.000 Euro haben oder ich werde Anzeige erstatten. Also haben wir uns... Du hast erst mit dem Kurden den Vater überfallen, dafür hast du 1.500 Euro oder gut 1.000 Euro gekriegt. Und also danach wirst du nochmal erpresst, du sollst 10.000 Euro bezahlen, damit du nicht verpfiffen wirst? Ja, genau. Um es jetzt mal ein bisschen zusammenzufassen, wir sind ja jetzt immer noch irgendwie, da warst du 20 oder 21. Was ist denn jetzt, wie ist denn jetzt die Situation? Also jetzt ist die Situation so, dass ich, nachdem ich wieder angereist bin, ich war im Wehrdienst in der Türkei, an der Grenze von Iran eingesetzt. Und hatte sehr, sehr, sehr große Probleme gehabt mit der Sprache und the future. But let's just make the best out of it, right?
dann noch diese Tat da halt, die halt, das war eine Falle für uns gestellt, die wollten nur damit Geld verdienen. Und ich finde, also. Wie lange bist du denn geduldet? Das weiß ich, ein Jahr. Das weißt du gar nicht genau? Doch, ist ein Jahr, haben sie mir jetzt so gesagt gehabt, aber davor also, ist es auch ich höre aus dieser langen, sehr komplizierten Geschichte, dass du nach wie vor in einer Not bist. Und ja, also du nicht weißt, was du machen sollst und... ich fühle mich nicht als Täter, ich fühle mich so eher als Opfer, fühle ich mich. Was ist denn jetzt eigentlich aus dieser Gerichtsverhandlung geworden? Die Gerichtsverhandlung, die hatte ich nach der Einreise. Da war ich auch noch 5 oder 6 Monate in Untersuchungshaft. Und als ich dann rauskam, also vor Gericht ging, habe ich da halt meine Aussage gemacht. Und da kam auch raus, dass da viel gelogen wurde vor Gericht. Moment, zu was bist du verurteilt worden? Ich wurde zu 2 Jahren auf 3 Jahre Bewährungszeit verurteilt. Ja. Bilal, ich mache jetzt mal einen Vorschlag. Da kann ich dir natürlich jetzt nicht in 3 schlauen Sätzen ich glaube, wir sind wieder im Fernsehen da. Falls ihr uns nur gehört haben solltet, schön, dass ihr dabei geblieben seid. Bilal, ich schlage jetzt mal vor, weil das wirklich sehr komplex ist und ich kann das nicht in 3 Sätzen da irgendwas Vernünftiges zu sagen. Wir melden uns jetzt nochmal bei dir und lassen uns und nehmen uns richtig Zeit für dich im Hintergrund und beraten dann alles in Ruhe. Einverstanden? Ja, darf ich noch was sagen? Ja. Ja, ich wollte gerne sagen zu den Herren, den älteren Herrn, der vorhin angerufen hatte. Ja. Ich finde, dass der Domian, der hat so vieles angehört von den Menschen und so vieles ertragen. Und wenn man auch mal was Falsches sagen sollte oder so, muss man nicht direkt einen Menschen angreifen, der so viel ertragen hat. Ja, das ist ja nett von dir, aber ist schon okay, schwamm drüber. Lieber Bilal, du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay, danke schön. Alles Gute, tschüss. Ja, ciao. Hier ist Daniel. Daniel ist 25. Guten Morgen, Daniel. Einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Hallo Daniel, um was geht's bei dir? Und zwar an das Thema von gestern angelehnt, habe ich in meiner Kindheit auch viel Gewalt erfahren von meinem Vater. Ja. Und waren zu dritt und ich habe halt so alles Schuld gekriegt, wurde auch mit Gürtel geschlagen und auch mal mit einem Stock oder so, was halt gerade da war. Und daraus hat sich meine heutige Sexualität entwickelt. Also ich stehe tierisch darauf, wenn man mich blutig kratzt. Ich habe es nicht verstanden. Du stehst tierisch darauf? Wenn man mich blutig kratzt. Wenn man dich blutig schlägt? Nein. Kratzt. Fährst du Auto? Irgendwie ist die Leitung nicht gut. Ja, ich bin mit dem LKW unterwegs. Ah, daher die schlechte Leitung. Verstehe. Also du stehst darauf, wenn man dich blutig kratzt und du siehst einen Zusammenhang, das hat damit zu tun, dass dein Vater gewalttätig in der Kindheit zu dir war? Ich würde es daraus schließen, ja. Hm. Wie ist denn das, was ist das denn für ein Gefühl für dich, wenn dich heute jemand, ich vermute mal, in einer sexuellen Aktion blutig kratzt? Wie ist das? Das türmt mich nur noch mehr an. Weiß ich nicht, da komme ich erst richtig in Fahrt. Hm. Wo wirst du denn am liebsten aufgekratzt? Auf der Brust. Auf der Brust? Brust und Bauch, ja. Nicht Rücken? Da auch, also aber am liebsten halt... vorne, da wo ich das sehen kann. Ja, wie stark muss man sich das vorstellen, diese Kratzwunden oder Schürfwunden? Also das muss vernünftig bluten und man sieht es meistens so 2-3 Monate. Das heißt, wenn ich mir jetzt deine Brust oder deinen Bauch angucken würde, der sieht ziemlich vernarbt aus. Ja, das kann man so sagen. Wer macht das denn mit dir freiwillig? Meine Freundin. Und macht die das gerne? Also sie ist nicht abgeneigt davon, sagen wir mal so. Denn dann muss man in dieser Richtung ja selbst auch gestrickt sein. Das ist ja nicht jedermanns oder jeder Frau Sache, dem Partner blutig zu kratzen. Nee, das ist richtig. Aber die Sexualität, die wir zusammen haben und so weiter, das habe ich ja alles so nahegelegt, sage ich jetzt mal. Weil wir kennen uns auch schon 10 Jahre und sind 4 Jahre... allgemein jetzt zusammen, 2 Jahre wieder, davor hatten wir eine Trennung. Ja. Davor waren wir dann auch nochmal 2 Jahre zusammen und da hat sich das dann alles so im Laufe der Jahre entwickelt. Inzwischen auch. Und du glaubst nicht, dass sie dir das nur zuliebe macht? Nein, das würde sie mir sagen. Mhm. Nochmal zu deinem Vater. Hat der dich deine ganze Kindheit und Jugend geschlagen? Nicht komplett. Das war vom 3. bis zum 6. Lebensjahr. Danach haben sich meine Eltern auf heftige Art und Weise getrennt. Mhm.
was ich dann auch noch mitgesehen habe, wie die sich getrennt haben. Meine Mama ist dann mit dem Messer auf ihn gegangen und so weiter. Die Mutter ist mit dem Messer auf ihn gegangen? Ja, genau. Und er hat sie dann zu Boden gedrückt und so weiter. Und dann kamen halt Krankenwagen und was nicht alles. Die kamen dann auch in eine geschlossene. Mhm. Und ja, das hat man dann so mitgekriegt im Laufe der Zeit. Das, ein Jahr hat das ja im Kopf. Ja. Und weiß nicht, das prägt irgendwo. Aber da warst du 6 Jahre alt, als das passiert ist. Ja, da war ich 6. Und danach hast du keine Gewalt mehr erfahren? Nee, dann ja von meiner Mutter dann später noch ein bisschen, aber da habe ich mich dann immer entgegengestellt. Mhm. Als ich dann alt genug war, mit 14 war das. Mhm. Da wollte sie mich dann schlagen und dann habe ich sie in die Ecke getreten, weil mir das gereicht hat. Habe ihr das dann auch gesagt und seitdem war dann Ruhe. Ja, das ist natürlich jetzt eine gewagte These, die ich kann, das weiß ich nicht, ob das stimmt, ob es da einen Zusammenhang gibt, dass das eine das andere ausgelöst hat. Vielleicht, das kann natürlich sein. Ja, also ich würde es so tippen. Du bist selbst zumindest so auf die Idee gekommen. Ist das so ein Fetisch, kann man das ja nennen, mit dem du gut leben kannst? Ja, würde ich sagen, also ich brauche das. Wie oft passiert das denn? Ja, das Wochenende jedes Mal. Ne? Aber du kannst dich doch nicht jedes Wochenende aufkratzen lassen. So schnell heilt das doch gar nicht. Domian, der Körper ist so groß, da hast du genug Platz. Außerdem besteht doch auch die Gefahr der Infektionen, dass sich da irgendwas entzündet. Ja, gut, das muss man dann nehmen. Ne? Aber passiert ist es jetzt doch nicht. Ah, es ist bisher immer gut gegangen und immer schnell verheilt. Ja. Das heißt, deine Freundin kratzt dich. Immunsystem und so weiter. Ja, ja. Das heißt, deine Freundin kratzt dich auch auf, wenn es noch gar nicht so richtig verheilt ist. Ja, das passiert ja im Affekt dann, ne? Ja, in der Handlung, sage ich jetzt mal. Verstehe. Gut, Daniel, das war ein kleiner Aspekt noch zu unserem gestrigen Thema. Ich danke für deinen Anruf und wünsche dir gute Fahrt. Ja, danke schön und euch noch einen schönen Abend. Dankeschön, Daniel. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und hier ist Nick. Nick ist 30. Guten Morgen, Nick. Hallo, Domian. Schön, mit dir zu sprechen. Guten Morgen, Nick. Freue mich, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Und zwar, ich bin transsexuell. Das heißt, ich wurde als Frau geboren und habe mich dann umoperieren lassen zum Mann. Mhm. Und bin seit 2 Jahren glücklich verheiratet. Kenne meine Frau allerdings schon als Frau noch. Also quasi, als ich Frau war. Hat sie mich kennengelernt und ist mit mir den Weg gegangen. Das heißt, du warst als Frau quasi lesbisch und bist jetzt heterosexuell. Also ich habe mich nie als lesbisch bezeichnet, weil für mich war das immer klar, dass da bei mir was nicht stimmt. Ja, ja, und als ich meine Frau gefragt habe damals, ob sie lesbisch war, hat sie gemeint, nee, irgendwas ist da ganz komisch bei dir. Also das war unausgesprochen schon klar, dass wir beide heteros sind und jetzt quasi richtig leben können. Mhm. Ja, und der Grund, warum ich anrufe, ist der, dass wir seit einem Jahr jetzt guten Kinderwunsch verspüren. Mhm. Und jetzt aber andere Wege eingehen müssen wie normale Menschen. Das heißt, wir bestellen uns den Samen oder müssen uns den quasi aus dem Ausland bestellen. Mhm. Und das kostet dann erstmal einen Batzen Geld, aber anders ist es einfach nicht zu bewerkstelligen für uns, weil halt die ganzen Kinderwunschkliniken und so uns einfach nicht unterstützen möchten, beziehungsweise wenn, dann ist es dann bis zu 3.000-4.000 Euro pro Versuch. Und also diese Variante ist ja in Deutschland erlaubt. Also deine Frau könnte ja in Deutschland eine Samenspende bekommen, ne? Wenn ich richtig... Richtig, genau. Aber das Problem ist halt einfach, dass wir dann das ganze Juristische noch mittragen müssen, weil das Kind ja in Deutschland mit dem 18. Lebensjahr ein Anrecht auf den biologischen Vater hat. Mhm. Allein das, dafür sind es 2.000 bis 3.000 Euro, bis wir überhaupt mal die Samen bekommen. Und dann kommen halt noch die Arztkosten dazu. So, und ihr geht ins Ausland und wie teuer ist das da? Also wenn wir ins Ausland gehen würden, wäre der Aufenthalt plus die Samen bis zu 800 Euro pro Versuch. Dann kommen halt noch die Anreisekosten dazu. Aber wir lassen uns das nach Hause schicken. Das heißt, wir bestellen im Internet über eine Seite, ganz normal den Spender, suchen uns alles aus. Also man kann bei Amazon oder was ich Samen bestellen. Amazon jetzt vielleicht nicht, aber es geht auf jeden Fall in Dänemark über eine Samenspenderseite. Ach, das ist ja völlig schräg, das habe ich noch nie gehört. Die kann man nach Hause bestellen und dann kann man sich den einführen. Genau, richtig. Das Problem ist halt nur, dass man erstens den Zyklus der Frau genau wissen muss, dass man halt genau diese 2 fruchtbaren Tage, sage ich mal, bei normalen Frauen mit normalen männlichen, also biologischen Sperma, ist es ja so, dass sie bis zu 5 Tage überleben können. Mhm.
diese eingefrorenen Spermien, wenn die einmal aufgetaut sind, überleben höchstens vielleicht 48 Stunden. Mhm. Das heißt, dieses Zeitfenster ist nochmal extrem verringert. Mhm. Und dann muss man halt noch das Glück haben, und dass die halt auch befruchtungsfähig sind. Das heißt, bei einer normalen Frau sind es 30% in der Regel pro Monat, und wir sind dann schon wieder runter auf 7-15%. Ich stelle mir gerade eine ethische Frage, Nick. Ja. Wenn ihr das jetzt so macht und deine Frau wird schwanger, ja, wird natürlich irgendwann die Frage des Kindes kommen, wer ist mein Vater? Was antwortet ihr? Also dann sagen wir, also wir ziehen das Kind sowieso von vornherein, dass da auch nicht von außerhalb jemand kommt, dass ich früher mal eine Frau war. Wenn das Kind so aufgezogen wird und auch die Liebe von mir verspürt, die es dann bekommen wird, dann wird es erstmal so aufwachsen, das ist ja dann für das Kind normal. Mhm. Dass der Papa mal früher eine Frau war, aber das ist für das Kind normal. Und wenn das halt soweit ist, und spielerisch kann man das ja auch so beibringen, dass das Kind auch weiß, der Papa hat das nicht gezeugt, also das ist nicht das leibliche Kind. Mhm. So. Und wenn es dann halt die Frage aufwirft, woher, dann wird das auch ganz normal thematisiert. Also nichts mit Verschleierung oder Verheimlichung, weil irgendwann wird sowieso rauskommen. Das heißt, ihr würdet sagen, wir haben dich per Internet bestellt, also dich ist ja, gut. So also dann, vielleicht nicht, aber... Naja gut, aber letztendlich ist es ja so. Ja. Ich wusste gar nicht, dass sowas möglich ist, und bin gerade etwas irritiert und bin noch nicht ganz entschieden, was ich davon halten soll. Es hat ja einen seltsamen Beigeschmack. Das ist wie eine Ware. Da wird Samen wie Ware gehandelt. Und es geht um die Entstehung eines Lebewesens. Richtig, genau. Die 60-jährige Frau zum Beispiel, die diese Kinder oder diese vier Kinder oder ein Kind eingepflanzt hat, was ja dann aus Vierlingen entstanden ist, ist ja dann quasi auch dasselbe. Sie hat die Ware halt nur vor Ort abgeholt. Ja, über den Fall haben wir ja nun schon ausführlich geredet, dass der sehr bedenklich ist. Ich habe gerade eine ganz andere Idee. Gäbe es denn nicht die Möglichkeit, aus dem Freundes- oder Verwandten, aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis jemanden... Das ist halt wieder die ethische Frage von unserer Seite aus dann. Weil dann sieht man ja immer das Kind an und sagt, die Nase hat es ja jetzt nicht von der Mama, das muss ja dann von dem und dem sein. Andersrum klar auch, aber wir kennen ja den Fremdsperrmann, also den Spender ja dann nicht, wenn wir das bestellen. Also ihr wollt es leicht haben, dass da bloß kein anderer in der Nähe ist, der wirklich dann der Vater ist. Ja, leichter für uns, weiß ich nicht, ob das unbedingt leichter ist, aber leichter fürs Kind vielleicht. Man weiß es nicht. Es könnte für das Kind auch leichter sein, wenn er wüsste, mein leiblicher Vater ist die und die Person. Ich meine, das kriegt man ja öfters mit bei lesbischen Paaren, dass die eine Samenspende von einem Schwulen oder auch von einem Heteromann und man hat sich dann vorher geeinigt und so gesagt, so, das Kind wird auch so entsprechend aufgezogen. Dann ist das irgendwie, finde ich, das sympathischer, es ist klarer, es ist ehrlicher und vor allen Dingen, man gibt dem Kind die Möglichkeit, auch den Erzeuger, den leiblichen Vater kennenzulernen. Hier ist das ganz nebulös, es ist ja ganz irgendeine... Ja, das ist eine ganz große Grauzone, deswegen muss man das ja auch im Ausland machen, wenn man den Weg gehen möchte. Seid ihr denn für euch ganz entschieden, dass ihr diesen Weg gehen wollt? Ja, wir haben den eigentlich direkt so gewählt, weil wir da eben erstens aus dem Freundeskreis wüssten, jetzt hat keinen, der dafür in Frage käme. Abgesehen davon ist es ja auch eine große Überwindung, jemanden ranzutreten und zu sagen, pass mal auf, wir hätten gerne ein Kind, aber du kannst das gerne zeugen, du kannst es auch gerne sehen, aber bitte sag niemals, dass du der Papa bist oder so in der Art. Ne? Mhm. Wenn man das dann, man könnte dann auch natürlich sagen, du kannst natürlich auch der Vater sein, aber man will ja irgendwo dann auch was Eigenes. Klingt zwar ein bisschen egoistisch, aber... Gut. So einer Familie ist halt ein Kind, muss es halt her. Mhm. Ja, gut. Da ist jetzt die Frage, die man immer in solchen Fällen stellt. Es gibt 1000 arme Würmchen, die hochglücklich wären, wenn sie adoptiert würden in eine glückliche Familie. Warum nicht dieser Weg? Wäre das nicht ein redlicherer Weg? Doch, da haben wir auch schon drüber nachgedacht. Und den Weg würden wir auch gehen oder werden wir auch noch dann zeitgleich mitgehen. Aber das ist ja auch nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Das stimmt, Da stoße ich ja dann auch wieder drauf. Sie waren mal eine Frau, Sie sind jetzt Transmann. Na, die Beziehung scheint ja nicht so stabil. Also egal wie, wo, was, mir werden ständig Steine in den Weg gelegt. Aber das ist für mich jetzt eine interessante Information, Nick. Du wirst dich, oder ihr werdet euch ja kundig gemacht haben. Es hat eine Verwandlung stattgefunden, körperlich, von Frau zu Mann. Du bist verheiratet. Ja. So, wie ist die rechtliche Lage in Deutschland? Dürftet ihr rein theoretisch ein Kind adoptieren? Wir dürften ja, rein theoretisch ja. Aber was dann im Hintergrund abläuft, das weiß man auch nicht. Was meinst du damit?
ja, das, man wird ja dann doch ausgesiebt und man muss auch solche Tests bestehen, oder was heißt bestehen nicht, aber man wird dann halt gebeten, man wird angehört, man muss da ständig zur Stelle stehen. Die kommen auch unangemeldet oder angemeldet hierher, überprüfen das Ganze. Und man macht sozusagen schon fast so einen Führerschein für ein Kind, bis es dann mal heißt, okay, passen Sie auf, wir haben da und da das und das Kind. Mhm. Das kann sich dann über 5 bis 6 Jahre hinziehen und wird dann auch extrem teuer werden. Also 30.000, 35.000 Euro mal eben. Ne? So teuer würde das, wenn man in Deutschland ein Kind adoptiert? Das glaub ich. Also bis jetzt so rausgelesen habe, ja. Also dass man da sorgsam vorgeht, ist ja auch richtig. Und ich habe im weiteren Bekanntenkreis auch ein Paar, ein ganz normales heterosexuelles Paar, die ein Kind adoptiert haben. Da hat man die auch sehr genau unter die Lupe genommen. Mhm. Das finde ich auch alles in Ordnung. Das muss auch, ja. Nochmal zu eurem Vorhaben. Ihr wisst ja dann auch überhaupt gar nicht, woher dieser Samen stammt, von welchem Menschen, was für einen Charakter er hat, wie er aussieht. Ihr wisst gar nichts. Man kann das oder das wählen, je nachdem, was man sich aussucht. Es gibt auch öffentliche Profile mit keinem Vaterkontakt. Da siehst du dann alles. Also von Aussehen bis Hausfarbe, wie er spricht, die Stimme, alles. Das siehst du dann schon. Lieber Nick, ich lasse das hier jetzt mal ein bisschen sacken für mich, diese Variante, weil ich das noch nie so gehört habe. Ja. Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute, wie immer ihr euch auch entscheidet. Die Sendung ist vorbei. Schönen Gruß an deine Frau. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. In der Technik heute Nacht Benjamin Vlies. Und wir sind morgen wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, morgen auch wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.